Also hallo, ich bin heute wieder einmal hier beim Holger Falke zu Gast in seiner Werkstatt und wir wollen für euch, für den Ersatz Nünen, ein kleines Video zusammenstellen, aufnehmen und über, ja, wer weiß wie, YouTube oder wie auch immer, an euch verschicken. Ich höre schon was. Irgendwas ist da im Gang. Also, los geht's. Ja, das ist übrigens Holger seine Frau. Die kommt jetzt in die Werkstatt. Hallo, Micha. Hallo, grüß dich. Jetzt sind wir in der Werkstatt und hier ist der Holger voll an Jorgen. Ja. Hallo, ihr Motorenfreunde. Nünen ist ausgefallen. Groschwitz ist ausgefallen, die ganzen Treffen sind dieses Jahr leider anhand des Virus ausgefallen, aber wir wollen heute gleich mal eine Führung durch mein kleines Museum machen und der Herr Brumm, Helmut, hatte die gute Idee, von daheim aus ein kleines Video zu schicken, das haben wir in Groschwitz so gemacht. Unsere kanadischen Freunde haben auch ein schönes Video gedreht und haben von unseren gehört und jetzt wollen wir von Nünen auch eins machen. Wir gehen mal jetzt in meinen Motoren auf. Meine kleine Sammlung von Motoren. Sind fast alles Deutz-Motoren, außer hier hinten, da kommen wir noch dann dazu. Das ist praktisch erstmal ein E12, der auch in einem schlechten Zustand war, aber mir ist es wieder gut gelungen, den mir herzurichten. Und der ist von 1906. Und die Besonderheit bei dem Motor, er hat einen großen Wasserkasten, was später weggelassen worden ist, der war dann zum Aufschrauben. So, dann werden wir mal den E12 starten. Die Motoren laufen bei mir alle auf Gas. So, mal sehen, ob die auch Lust heute haben. Ein Motor.
Das ist der MO121. Das war mein erster Offenbleuelmotor, der auch in einem sehr schlechten Zustand war, aber jetzt wieder so gut wie neuwertig ist. Wir werden den gleich mal starten. Der ist schon einfacher, der hat nur 3 Öler und der E12 hat 7 Öler. Es wurde damals schon angefangen einzusparen. Argentinien was irgendeine Maschine angetrieben, wo der dann in Deutschland ankam, war der sehr stark verschlissen. Die Motoren in Argentinien mussten immer viel arbeiten und haben wenig Pflege bekommen. Aber jetzt sind neue Zahnräder drin. Ist überarbeitet worden. Wir haben hier die Dinger manchmal eine Macke, wenn die nicht wollen, aber da läuft es sehr gut. Thank you.
brauchst nicht zu. So, kommen wir jetzt zu meinem zweitkleinsten Motor. Es ist ein Buck Ergon und Cosmos in Kassel gebaut und ausgeliefert und verkauft ist es Agra Motor Kyffhäuser Hütte. Aber die haben aber dann später die auch größere Modelle von Ergon und Cosmos nachgebaut oder genauso gebaut. Das ist der kleinste Buck. Buck heißt kleiner Hund und deswegen auch der Name, weil es der kleinste Motor bei Ergon und Cosmos war. Bekannt wahrscheinlich nur der eine momentan und der war mit wenigen Handgriffen wieder schnell zu beleben. Es waren ein paar Teile abgebrochen, kein Zündmagnet da, aber sonst im Groben war der Motor wirklich noch sehr gut in Ordnung. Ist irgendwo 1909 gebaut und hat im Spreewald eine Drechselei betrieben, Stellmacherei. Das ist der kleinste, den ich habe von Deutz. Das ist der CM112. Das ist der kleinste CM-gebaute CM-Motor. Den gab es in verschiedenen Größen. War auch mal in Argentinien und war sehr verbastelt und es hat sehr, sehr viel gefehlt. Aber es ist ein schöner Motor, den man auch mal schnell aufs Auto laden kann und mal schnell auf ein kleines Treffen fahren oder. Ich habe gesagt, warte mal, ich habe hier das auf den. Noch einmal. Thank you.
So, jetzt kommen wir zu meinem allerersten Motor. Das ist ein Kuhne Walter LD120 und da war ich 2009 oder 10, genau weiß ich nicht mehr. Das erste Mal in Nyn da damit. Hab aber dann feststellen können, dass das jetzt für mich nichts Besonderes ist. Und wahrscheinlich habe ich mich in Nyn auch ein bisschen lächerlich gemacht mit diesem Motor. Aber es ist ein dankbarer Motor, den brauche ich immer mal zum Antreiben von anderen Motoren. Ist ein Diesel und mal sehen, ob er Lust hat. Wir stehen im Nebel. Doch, Dios. Jetzt sind wir bei meinem letzten Neubau, was ich voriges Jahr aus neu hergebaut habe, ein bisschen auf alten Stil. Und habe voriges Jahr Weihnachten, nee, vor 2 Jahren Weihnachten, ein Gehäuse gefunden mit einem Kreuzkopf, mit einem Schwungrad und mit einer Kurbelwelle. Und daraus ist dann die Idee entstanden, einen Schiebermotor draus zu bauen. Die alten Schiebermotoren hatten fast alle immer Kreuzkopf und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob er losgeht. Man braucht auch ein bisschen Vorbereitung. Und ein bisschen Kraft. Das Schwungrad hat ein Gewicht von 400 Kilo und das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen auf Drehzahl bringen. Was war das, was du jetzt gemacht hattest? Ich habe jetzt die Flamme, die Zündungsflamme gestartet, weil dieser Motor hatte noch keinen Zündmagnet, da wird praktisch die Flamme zum Explosionsraum hingeführt und das war vom Otto sein Patent. Und alle Motoren, die Otto dann das Patent verkauft hat, hat er zur Bedingung gemacht, dass da Otto Patent dran stehen musste. Thank you.
gestellt. Wasserstoff, früher Stadtgas. Aus dem Grund, Stadtgas oder Wasserstoff brennt ohne Sauerstoff. So. Der Schiebermotor transportiert die Zündungsflamme zum Explosionsraum hin. Darum Wasserstoff, weil das ohne Sauerstoff brennt. In dem Moment, die Flamme transportiert wird, hat sie keinen Sauerstoff. Darum brauchen wir Zündgas, Wasserstoff. Thank you.
Und wenn man in Nünen kein Bier trinken kann, dann müssen wir es dann halt daheim machen. Prost! Guten Appetit! Ja. Also Holger, heute darf ich wieder mal bei dir zu Gast sein und du hast mir heute all dein Besitztum gezeigt. Und es ist wieder einmal ein großes Erlebnis für mich. Ich bin froh, dass ich immer hier sein darf und auch Fotos für dich machen kann, darf. Und ja, heute machen wir etwas für Nünen. Nünen ist in diesem Jahr ausgefallen aufgrund des unmöglichen Virus, der so herumschwebt. Und auch wir wollen uns an eurem gemeinschaftlichen Vorhaben beteiligen mit einem Video. Holger, darauf stoße ich an. Prost. Was man jetzt in Nünen nicht trinken kann, laut der Pandemie, ja, trinkt man halt dann hier bei mir in unserem Häuslichkeit. Ich denke mal, das ist kein irgendwie großes Problem. Das geht ruckzuck. Trotzdem ist es schade für Nünen, auch Groschwitz. Wir wollten ja auch nach Amerika, nach Cool Springs und auch, dass wir unsere Freunde, unsere kanadischen Freunde wiedersehen. Mhm. Aber die waren auch fleißig und haben auch ein Video gedreht, genau wie wir heute. Und ich denke, dass das uns wieder mal Freude macht. Ja, mit unserem Spaß dran. Also, das muss man sagen. Und dann, Regieführer ist der Michael Lebeck bei mir heute gewesen. Und wir wollen uns auch nochmal bedanken für die Idee, dass wir jetzt für Nünen das Video gedreht haben. Und Bas, Anton, Rick, Leo, Jan und wie er alle heißt. Schöne Grüße aus dem Vogtland. Und ich hoffe, dass nächstes Nünen wieder stattfindet. Jawohl, richtig. Prost. Prost auf euch. Ja, so ist das halt, ne? Wie lange hast du an der Maschine hier gebaut? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Und 3 Monate für den Raum. Oh, ich hab die. Aber weil ich halt nicht weiter konnte. Ja. Weil immer mal ein paar Teile und ein paar Zulieferer gefehlt haben. Mhm. Und da möchte ich mich auch bedanken für Bernd Steinert oder Bernd Hanke oder Rick für die Zusammenarbeit bei manchen Problemen zu lösen. Es ist uns aber auch gut gelungen und ist schon ein bisschen eine Herausforderung gewesen. Aber jetzt bin ich sehr stolz über den Motor. Ich hätte ja euch die Bilder vom Anfang, vom Schrott, ja, als ein Schweinestall kam, oder was war das? Ja. Hühnerstall. Hat gestunken wie Hühnerstall oder so. Und lag hier in der Werkstatt zur Weihnachtsfeier vor 2 Jahren. Ja, vor 2 Jahren. Und dann ging das hier ruckzuck, ein Stück nach dem anderen hat er zusammengebaut. Und das Unterteil zusammengebaut und den Kopf und vieles mehr. Die ganzen Zahnräder, die Winde. Alles was. Viele Ideen dazu gehabt und wirklich, man kann nur staunen, dass das Ding auch noch funktioniert. Das ist nicht nur zum Angucken.
und auch viele Stunden Telefondienst mit dem Motor verbracht. Ja. Aber schön, also dass es sowas gibt. Ne? Denn das ist ja nur die erste Erfindung eines Gasmotors. Viertaktmotors. Oder Viertaktmotors. Viertaktgasmotor. Ach, Viertaktgasmotor. Aber wie gesagt, mit einem Schieber. Ja, ohne Zündkerze. Das ist für mich schon mal als Laie sehr bemerkenswert. Ja. Über die anderen Motoren, die wir vorhin gefilmt haben, habe ich ja schon bereits erzählt. Und ja. Mal sehen, was die Zukunft uns noch bringt für nächste Objekte. Du hast ja in der Werkstatt noch einiges herumstehen an alten Schrotthaufen, Traktoren und so weiter. Zum Abschluss noch ein ganz kurzer Hinweis für euch. Ihr seid zwar stationäre Motorenfans, aber wir haben vor kurzer Zeit ein BMW Motorpferd. MWM Motorpferd. Erste dieselgetriebene Fahrzeug auf der Welt. Gewesen. Also, das hat der Holger total zerlegt gehabt. Wieder in Betrieb genommen. Original. Also alles ist original. Und er ist hier draußen durch eine Scheune mitgefahren. Und wir haben es gefilmt. Also ihr findet es auf YouTube. Viel Spaß. Und tschüss. 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 Prost. Prost.